möchte ich ja fast sagen, hört, hört. Hören wir natürlich gerne. Vielleicht ergänzend zu den Worten, die Andreas Hild dankenswerterweise zu uns und zu euch gerichtet hat, gab es ja in der Vergangenheit einige Unternehmungen, uns näher an die Architekturfakultät heranzubringen. Da hast du, Christoph, sicher viel gewirkt, Peter Latz, aber auch Thomas Herzog, der dafür gesorgt hat, damals als Dekan, dass wir zumindest als Professoren der Landschaftsarchitektur teilen, Mitglieder der Architekturfakultät sind. Darf jetzt auch Peter Latz da hinten begrüßen. Schön, dass ihr alle beieinander seid, denn ihr seid diejenigen, die dieses Gebilde, dieses Gepräge der Landschaftsarchitektur an der TU München mitgestaltet habt. Eine Laudatio zu halten für die Valentins, gar nicht so einfach. Ich habe letztes Jahr für euch etwas sprechen dürfen. Und es ist vieles gesagt und vieles vielleicht auch noch nicht gesagt. Und ich versuche es erneut und lasse im Hintergrund, wenn ihr erlaubt, ein paar Bilder laufen, die euch erinnern mögen, die euch erfreuen mögen, die euch belustigen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe ehemalige und jetzige Studierende, liebe ehemalige und jetzige Assistentinnen und Assistenten des Lehrstuhls, liebe Freunde, liebe Familienmitglieder der Valentins. Mir ist es eine sehr große Ehre, Sie heute hier alle begrüßen zu dürfen und ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich den Einladungen, die wir versendet haben, gefolgt sind. Ich habe eine kurze Einführung, es soll nur eine kurze sein, denn wir haben ja Vortragende heute Abend hier. Habe sie betitelt mit dem Titel Landschaftsarchitekten, die Gefährten. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich sehe im Rückblick auf mein eigenes Leben, dass ich selbst viele Wege, die ich in meinem Leben schon gegangen bin, selten alleine zurückgelegt habe. Ich wurde häufig begleitet, und zwar von Gefährten, Weggefährten. Menschen, die mich ein ganzes Stück lang auf dem Weg begleitet haben, die Bilder sprechen dafür, oder immer noch begleiten. Am Anfang musste ich, Sie vermutlich auch, sogar geführt werden beim Laufen lernen, aber dann bei vielen Schritten auf dem Lebensweg, die ich dann dachte, alleine tun zu können, waren Weggefährtinnen und Gefährten wertvolle Begleiterinnen und Begleiter auf meiner Strecke. Mir selbst war es während des Gehens oft gar nicht so sehr bewusst. Manche Wege, die man gemeinsam gegangen ist, weil man so eine gute Wegbegleitung mit Gefährten hatte, gingen ganz mühelos. Und im Austausch miteinander hat man gar nicht gemerkt, wie schwierig die Strecke war, die man manchmal miteinander gegangen ist. Es gab manchmal ein mühsames Auf und Ab, Aufstiege und Abstiege. Und oft war es eine Hand, die einem Weggefährten angeboten haben, die Hilfe war, manche Hindernisse auf dem Weg zu überwinden. Zu diesen Weggefährten, das muss ich ganz deutlich sagen, in meinem Leben gehören die Valentins. Sie sind für mich ganz persönlich Gefährten gewesen, die mir Richtung, Hilfestellung, Wegzehr, Freundschaft immer wieder angeboten haben. Und dafür danke ich euch beiden aus ganzem vollem Herzen. Natürlich besteht ein Weg, den man gemeinsam geht, nicht nur aus uns miteinander, sondern auch, es suggeriert unsere anthropozentrische Sicht, dass wir das alleine sind, der Weg ist voller Weggefährten, die mal menschliche und mal nichtmenschliche Weggefährte sind. Da hinten sitzt auch ein nichtmenschlicher Weggefährte von euch. Personen, Phänomene, die einen begleiten. Als der Philosoph Bruno Latour in seinem terrestrischen Manifest im vergangenen Jahr, das er 2018 veröffentlichte, geschrieben hat, wie es um unseren Planeten bestellt ist, hat ihn wohl in seiner Botschaft vor Augen, dass wir nicht alleine auf diesem Planeten sind. Aber wir sind auf diesem Planeten als Menschen vermutlich allein verantwortlich für den Zustand, in dem er sich gerade befindet.
Sich mit den Folgen der Globalisierung und des Klimawandels auseinanderzusetzen, das bedarf eine Sehweise, eine terrestrische Sicht auf den Zustand unserer Umwelt. Und Landschaftsarchitekten sind aus meiner Sicht schon lange die, die diese Sehweise propagieren und beherzigen. Dazu zählen auch die Waldteams. Das Arbeiten als Landschaftsarchitekt und Stadtplaner aus meiner Sicht ganz prototypisch Berufe des Gefährten sind, ist ganz selbstverständlich. Und Andreas Hild hat es in seiner Anmoderation gerade sehr schön beschrieben, dass wir miteinander unterwegs sind. Die Beobachtung, das Begehen sind bei all diesen Unternehmungen gemeinsam essentiell. Und dabei spielt die Interdisziplinarität der Gruppe der Betrachtenden, der Weggefährten, eine wesentliche Rolle. Kein Projekt, kein Konzept ohne eine breit gefächerte interdisziplinäre Sicht der Dinge. Die Komplexität von Stadt und Landschaft lässt sich nur im Team begreifen und bearbeiten. Dafür steht eure Arbeit von Anfang an. Ich möchte ganz kurz zu eurem Werdegang für all jene sprechen, die euren Werdegang noch nicht so kennen, wobei ich das Gefühl habe, die meisten kennen ihn mehr als genug. Donata als Tochter eines Forstbeamten geboren, damals noch Donata Seifert, in Coburg geboren, erfährt Natur über die Blicke ihres Vaters als Forstbeamten und lernt das komplexe System am Beispiel großer Wälder kennen, das komplexe System von Landschaft. Christoph Valentin hingegen ist in Stuttgart geboren und wächst dort im Elternhaus eines Kunsthändlers auf und wird ganz stark mit künstlerischen Artefakten in seiner frühen Zeit konfrontiert. Das große Interesse an Natur und Landschaft führt Donata zum Studium der Landespflege an die TH München, Weihenstephan und an die TU Berlin, während Christoph Valentin erst einmal eine Lehre macht und dann auch an der TH München, Weihenstephan studiert. Und man könnte jetzt meinen, ach, da war's, da haben die zwei sich getroffen. Aber dort haben sich die Wege offenbar nicht gekreuzt, sehr wohl aber mit Gefährten wie Peter Latz und Anneliese Latz. Christoph Valentin absolviert noch ein städtebauliches Aufbaustudium an der RWTH Aachen bei Erich Kühn und gleichzeitig arbeitet er schon am Stadtplanungsamt in Duisburg. Ab 67 ist er bei Walter Rosso als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsplanung an der Uni Stuttgart und jetzt passiert es. 1969 lernt er seine spätere Frau Donata dort kennen. Und man kann sagen, und das hast du auch selber in deiner Ausstellung geschrieben, Donata, Walter Rosso prägt euch beide in seinem Denken, dass er in seinem großen Titel mit Die große Landvernichtung schon einmal in Schriftform gepresst hat. Nämlich, dass er seine Werke schreibt die Zeit, aber auch pflanzt. Also Praxis und Theorie kommen hier zusammen. Er predigt aus seinen Erkenntnissen der Landvernichtung, die er sieht, die Notwendigkeit schon damals der Interdisziplinarität im Umgang mit Urbanisierungsprozessen. Und das schreibt er euch beiden, denke ich mal, ins Stammbuch, diese Interdisziplinarität zu pflegen. 1971 begründen beide ein gemeinsames Büro und die Arbeit reicht von großräumigen landschaftsplanerischen und städtebaulichen Strukturplanungen über öffentliche Räume wie große Parks, Stadtplätze und Promenaden bis hin zum detaillierten Objektplanungsmaßstab. Beide bleiben immer auch der akademischen Lehre treu. Christoph Valentin zuerst mit einem Lehrauftrag an der FH für Technik in Stuttgart, Donata ein Lehrauftrag an der Universität Stuttgart-Hohenheim. 1980 wird Christoph Valentin als ordentlicher Professor an die TU München in Weihenstephan berufen. Dieses Weihenstephan, das du gerade beschrieben hast. Auf einen sogenannten nackten Lehrstuhl. Davon hatten wir es kürzlich schon in unseren Besprechungen, wie es ist, wenn man als Landschaftsarchitekt nackt in eine Fakultät kommt. Also ohne Ausstattung. Dafür haben wir uns, glaube ich, ganz gut bekleidet mit der Zeit. Donata ist viele Jahre Honorarprofessorin an der TU München.
Beide sind in zahlreichen Juries tätig, in Wettbewerben erfolgreich. Und damit ich jetzt nicht einfach nur eine Aufzählung von Erfolgen mache, die Sie nachlesen können, bitte nehmen Sie sich das Programm auch zur Hand, denn dort habe ich das Ganze noch einmal für Sie niedergelegt. 2002 verlässt Christoph Valentin die TU, ist aber bereits seit 2001 Concurrent Professor an der Nanjing Forestry University in China, und das zeigt seinen Weg auf, den er nach seiner Tätigkeit hier an der TU München intensiver betreibt, nämlich das Arbeiten in chinesischen Projekten mit vielen Kollegen gemeinsam. Und es entsteht nochmal so eine zweite Ära der Tätigkeit bei euch im Büro, wo die chinesischen Projekte eine große Rolle spielen. Was die akademische Praxis betrifft, hat Christoph Valentin stets, wie es schon Walter Rosso forderte, die Zusammenarbeit zwischen den planenden Disziplinen, zwischen Landschaftsarchitekten, Stadtplanern und Architekten propagiert und auch in regelmäßigen Kooperationen noch in seiner Tätigkeit hier mit Architekturlehrstühlen an der Fakultät für Architektur praktiziert. Und ich selber durfte als deine Assistentin davon profitieren, diesen Zusammenschluss, diese Überzeugung auch in eine gelebte Lehre zu übernehmen. Beide Valentins sind neben ihrer Tätigkeit an Hochschulen, in vielen Juries, auch sehr aktive Mitglieder der Akademien der schönen Künste, sowohl in München als auch in Berlin. Und in Berlin war es vor allen Dingen Donata Valentin, die von 2006 bis 2012 Direktorin der Sektion Baukunst war. In jener Zeit, 2010, entsteht ihre vielbeachtete und richtungsweisende Ausstellung mit dem Titel Die Wiederkehr der Landschaft. Dazu werden wir vielleicht nachher nochmal etwas von Anna Villalier-Soler hören, die mit dir diese Ausstellung kuratiert hat. Der Klimawandel, städtebauliche Nachverdichtung und Landschaft als Antwort auf Stadt sind die Themen der wunderschön gebildeten Ausstellung und des gleichnamigen Buches. Im vergangenen Jahr, 2018, wurde euch beiden, passt jetzt super, der Längsfeld Bayerischer Architekturpreis. Wenn man an die beiden denkt, fallen einem aber nicht nur die beruflichen Erfolge ein, die ihr mit Preisen bedacht bestätigen konnte, sondern wenn ich an Donata denke, hatte ich mir überlegt, was für Worte, was für Eigenschaften fallen mir ein. Und da ist es zuvor das Engagement. Eloquenz, Durchsetzungsvermögen und Zivilcourage. Engagement nicht nur im Berufsfeld, sondern auch intensiv auf sozialer Ebene. Das machst du ganz im Stillen und manche wissen das gar nicht, wie sehr du dich da schon dein ganzes Leben engagierst. Donata hat ein großes Herz für schwache und benachteiligte Menschen und sie kämpft nicht nur für deren besseres Leben, sondern daneben auch für gegen ökologische Missstände und umweltschützerische Ungleichgewichte. Und ich glaube, mancher Gemeinderat hat es nicht so leicht, wenn du ans Rednerpult trittst. Zu Recht. Christoph ist der unermüdliche, unbeugsame, humorvolle Entwerfer, der engagierte Bewahrer von historischen Schätzen, wie zum Beispiel unseren Nachlass- und Vorlassarchiven am Lehrstuhl. Beide haben sie sich mit anderen Kollegen zum Beispiel intensiv und erfolgreich gegen eine Verunstaltung eines Olympiaparks und eines Olympiastadions eingesetzt. Und dank eures Engagements gemeinsam mit anderen Kollegen konnte verhindert werden, dass ein Entwerfer sein eigenes Werk womöglich entstellt. Immer schon waren die beiden Valentins in ihrer Berufspraxis kritische Beobachter, Akteure, Kommentatoren und in den Belangen urbaner Entwicklungen echte Gefährder. Ihre Fragestellungen waren zuweilen unbequem, aber immer couragiert im öffentlichen Diskurs, um die Zukunft unserer zunehmend urbanisierten städtischen und ländlichen Räume waren ihre Aussagen immer richtungsweisend. Für den heutigen Abend habe ich versucht, euch einen Teil eurer Weggefährten zusammenzubringen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute drei Gratulanten, drei Laudatoren gewinnen konnten, die jetzt zu euch sprechen werden. Es sind in der Reihenfolge Björn Walter, Jörg Weber und Anna Villalier-Soler.
Danke Ihnen erst einmal für die erste Aufmerksamkeit.